Wiedersehen. Es war echt eine schöne Zeit. Ich habe echt viel erlebt mit dir. Wie schon gesagt, die 3 Jahre sind vorbei. Mein schönes kleines Pullöchen geht zurück. Es kommt ein neues, hoffentlich pünktlich. Und ja, es schwingt doch ein bisschen mehr Sentimentalität mit, als was ich dachte. Naja, jetzt den Papierkram erledigen und Anzahlung leisten. Ach ja. Und zuletzt mal absperren. So, wie immer. Hier ist mein Käppchen. So, es ist ein neuer Tag und wie ihr seht, ich laufe zu Fuß, sprich, ich habe mein Auto letzten Mal doch nicht bekommen. Nun ja, die Zulangstelle hatte schon irgendwelche Probleme oder so. Auf jeden Fall neue Woche und neuer Versuch, quasi mein Audi hinzukriegen. Und adieu, schöner Audi. Und hallo, Volkswagen. Dann schauen wir doch mal. So, aber jetzt wollen wir auch mal mit dem richtigen Video eigentlich anfangen. Und zwar ist es wieder mal eure Frage. Und diesmal wieder nicht zum Stottern, sondern zu meiner Erkrankung, zum Multiple Sklerose, kurz MS. Und zwar, wie hat sich meine Gedankenwelt nach der Diagnose denn eigentlich verändert? Und ich muss sagen, auch wenn das jetzt sehr makaber klingt oder so, aber ich lebe viel bewusster, ich lebe auch irgendwie viel glücklicher und auch irgendwie viel entspannter. Denn hey, es gibt nicht viele andere Sachen, welche dich mehr unflauschig machen, als zu wissen, man sei chronisch krank, quasi bis zum Ende des Lebens, und auch sowas wie Rollstuhl oder sowas ist möglich. Wenn ich ehrlich bin, dann kommen solche Sachen wie, dass mir einer beim Autofahren die Vorfahrt genommen hat oder das, was bei Amazon ausverkauft ist, wirklich nicht mehr so groß vor. Auf jeden Fall war das natürlich auch ein Prozess, der was mir geholfen hat. Denn ich war immer ein sehr unzufriedener Mensch. Jetzt nicht wirklich so nörgelig und immer so es Sachen zum Aussetzen, sondern einfach so nie selbstzufrieden. Nie wissen, was man wirklich will. Nie wirklich, ja, denken, man hat es erreicht. Es ist Sommer, ich bin verschwitzt und die Mücken kommen. Naja, Winter und Herbst kommt noch früh genug. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, es rentiert sich einfach nicht, über viele Sachen aufzuregen. Ich bin ruhiger geworden, ich lasse mich weniger schnell in Panik versetzen, was in der Vergangenheit echt ein großes Problem von mir war. Und ja, ich lebe einfach bewusster, weil ich weiß, jedes Jahr geht es mir besser als nächstes Jahr. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, MS ist eine quasi fortschreitende Krankheit. Sprich, mir wird es nie besser gehen. Mir wird es immer nur schlechter gehen, in Anführungszeichen. Von dem her, warum nicht jetzt das Leben genießen? Und warum sollten wir dann das halt auch einfach, ja, was verschwenden, sich über Nichtigkeiten aufzuregen, welche man entweder eh nicht ändern kann oder zweitens, wie gesagt, einfach vollkommen egal sind. Aber es macht mich auch ein bisschen grübelig quasi, weil als ich noch allein war und MS hatte, war das ja, ja, relativ egal, weil ich meine, hey, es bin nur ich, von dem her, was soll groß schief gehen. Aber jetzt habe ich eine weitere Person. Und die will ich ja auch absichern. Oder zumindest will ich nicht, dass sie, wenn wir so lange zusammenbleiben würden und meine MS schlimmer werden würde, irgendwie Nachteile hat, negativ hat, Unflauschigkeiten bekommt und so weiter. Aber auf dieses Thema gehe ich in einem von den nächsten Videos ein. Denn eine Nachfrage quasi von euch war auch, habe ich Angst vor der Zukunft? Kleiner Spoiler. Oh yes. Aber ich kann es eh nicht ändern. Nein. Und ja, es ist eine persönliche Schwäche von mir, dass ich erst so eine krasse Diagnose brauche, um zu erkennen, dass man sich nicht über jeden Scheiß aufregen muss. Von dem her, ja, ich wünschte, ich hätte es schon echt früher erkannt. Aber hey, naja, es ist eben nie zu spät. Ansonsten, ja, ich bin nicht wirklich weit planender geworden,
Ich arbeite an der Sache. Ich wünschte irgendwie, oder nicht wünschte, aber ich dachte immer quasi, es wird sich viel mehr ändern quasi, wenn man so eine Diagnose bekommt. Aber bis auf mein anderes Mindset, bis auf das bewusstere Leben und so weiter, ja. Vielleicht auch, weil es mir noch relativ gut geht, weil ich in guter Behandlung bin und weil ich halt auch eine Partnerin habe, quasi welche das akzeptiert. Denn ich glaube wirklich, würde ich hier viel Gegenwind bekommen oder halt mir quasi mehr Leute signalisieren, hey, du Behindi und so weiter, bla bla bla, würde ich, glaube ich, nicht so positiv einfach sein. Als Schlusswort, ich glaube, man kann sagen, ich bin durch die MS irgendwie ein positiverer Mensch geworden, auch wenn es irgendwie komisch klingt. Nun ja, Sophie, ich hoffe, das hat jetzt deine Frage beantwortet. Vielen Dank, dass du sie gestellt hast und auch Aufruf an alle anderen. Habt ihr Fragen zu MS, also Multiple Sklerose, meldet euch einfach. Es hat ja beim Stottern gut funktioniert und ja, es macht doch Spaß, über Sachen nachzudenken. Von dem her, ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif, Servus und Baba.